Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empyrean mit, da steht der Name, Nalina, wo auch immer sie gerade rumrennt. Das muss noch hier, warte mal, und das machen wir so, 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 herzlich, so, guten Tag. Ja, wie ihr seht, stehen ein paar Konsolen da, sieht es ein bisschen basic aus hier in der Base. Was ist denn das für ein Deutsch? Lachflash! So, und wir haben in der Zeit erstmal ein bisschen was vorbereitet, weil wir haben uns dazu entschlossen, wir bauen auf dem Mond. Ja. Und zwar einen kleinen Outpost, dass wir zum Beispiel jetzt nicht auf Akur, weil ich möchte ja unbedingt eigentlich noch ein großes Schiff anfangen zu bauen. Und weil auf dem Mond jetzt nicht so viel Gravitation herrscht, ja, Gravitation, nicht Gravitation, ist es ein leichteres, auf dem Mond anzufangen zu bauen, als wie jetzt zum Beispiel hier auf Akur, weil, ja, großes Schiff und so. Ich bin nicht so ein Fan davon, mit einem großen Schiff auf einem Atmosphärenplaneten zu landen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da passt das auf dem Mond für mich im Prinzip schon besser und Nalli hat auch richtig Bock, gell? Ja. Ach, ich sag immer, gell, das muss ich mir echt abgewöhnen, ey, furchtbar. Und wir haben in der Zeit schon ein bisschen Zeug zusammengecraftet, dass wir eigentlich gleich los können. Das wollten wir euch ersparen. Also wie zum Beispiel Stahlblöcke. Ja, hat etwas ein bisschen länger gedauert alles, ja. Wir haben ein paar Turrets haben wir gemacht, also zwei Kanonenturrets, ein Raketenturret zur Verteidigung. Dann noch ein paar Selbstschussanlagen, diverses Deko-Zeug hat Nalli schon fertig gemacht. Dann Stahlblöcke. Aber ich meine, sehen wir selbst und wir machen jetzt los, oder? Ja. Weil ist ja auch ein kleines Stückchen bis zum Mond und da... Ja. Genau, können wir unterwegs noch ein bisschen erzählen, was wir jetzt so gemacht haben. Und, ach so, wir könnten die Base eigentlich... Nee, jetzt lass mal laufen, scheiß drauf. Wenn's aus ist, ist aus. Im Kühlschrank war ja nicht mehr Wichtiges drin, oder? Nicht wirklich. Nicht wirklich, also, gut. So, dann würde ich sagen... Ja, mein Schiff hat keinen Saft mehr, super. Ich habe mir das fast schon gedacht, ey. Halt, da muss ich doch auch nicht hin. Ich habe es schon kommen sehen. Aber na gut. Ich habe einen Strom dabei. So. Okay, vollgetankt. Hoppala. Kommt er davon, wenn man die Zündschlüssel stecken lässt? Ja. Und diverse Personen damit rumflattern? Ey. Ey, sagt sie. Ich bin damit nicht rumgefliegt. Nee, ich auch. So, dann würde ich sagen, geht's los. Ach siehst, ich wollte ja noch ein paar... Sehen wir den Mond gerade zufällig von hier? Ich glaube gerade nicht, hä? Bock mich nicht. Da ist Sonne. Das ist nicht Mond. Wo ist der Mond? Ich würde sagen, Mond ist gerade nicht da. Ja, ist egal. Fliegt mal Richtung Sonne, da fliegt man nicht verkehrt. Oh, ich wollte eigentlich noch RCS einbauen hier, aber das habe ich dann doch verschwitzt. Was ist denn das dort eigentlich für ein Planet? Das ist nicht der Mond, weil der Mond ist glaube ich größer, oder? Keine Ahnung, ich sehe keinen Planeten. Ja, neben der Sonne, rechts, schwach neben der Sonne. Ein bisschen schräg höher der Sonne, aber nicht viel. Ja, ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist da ein Planet, ne, sieht aus wie Omikron. So, ja, das war Omikron. Und The Moon ist genau hinter uns. Na toll. Ja. Nee, Quatsch. Du musst dich erst nach hinten. Wo bist du? Ist total blöd. Nein, nicht wieder in die Atmosphäre eintauchen. Das ist ein... Ach, da ist Moon. Alles klar. Sehr ist The Moon. Da hat schon jemand sein großes Schiff geparkt. Ach ne, das war glaube ich Muffy's, hä? Muffy sein Warp Drive. Glaube ja. Sein Warp Drift. Hast du mich oder bist du hinter mir oder wie sieht's aus? Ich bin so ein bisschen neben dir. Aber du siehst mich, ja? Ja, ich hoffe doch, dass du das bist. Ja, wir sind alleine, glaube ich. Ja, zumindest hier am All sind wir gerade alleine. So, ja, dann wollen wir mal eine schöne... nicht auf eine helle Seite gehen, nicht so wieder in ja, das Dunkle. Ja, dann müssen wir erstmal rumfliegen, ja. Also dann doch erstmal Richtung Sonne.
Wo ist sie denn jetzt? Ah, hinter Mond. Ja, jetzt ist sie genau hinter Mond. Da kommt sie. Da taucht sie auf. Gucken wir uns den Sonnenaufgang mal aus dem Cockpit an. Hat bestimmt auch was. So, was machen meine Weapons? Okay. Was? Ich habe nur noch 13? Oh, shit. Hat du Mumpeln vergessen? Ja, aber eigentlich bloß fürs Schiff. Für den anderen Scheiß haben wir ja genug. Das ist wohl eher schlecht. Naja, es ist nicht so schön. Oh, ich bin schon eingetaucht jetzt. Hoppala. Und hier sind natürlich gleich zwei Basen. Ja, ich bin jetzt auch da. So. Und ich habe gleich erstmal ein Siliziumlager gefunden. Oh. So, was haben wir denn hier an Gravitation? Schwerkraft 66G. Na gut, das geht ja eigentlich noch. Kupferlager, Nalina. Wo ist sie denn eigentlich? Ach, da vorne ist sie. Oder ist das eine Drohne? Ich glaube, ich auch gleich so ein bisschen Beschuss, wenn ich mich nicht täusche. So, hier sieht es ja ziemlich eben aus. Du wolltest in den Krater oder auf einem Hügel, so die Richtung? Nee, schon in den Krater. Okay, dann müssen wir mal gucken, ob wir jetzt einen günstigen Krater finden. Weil das bleibt abzuwarten. Jetzt fliegt sie auch noch an mir vorbei, rotzfrech. Nö, ich habe ja extra wieder rumgedreht. Achso. Ist hier eine Drohne irgendwo? Ja, irgendwie. Ich habe auch die ganze Zeit einen roten Pfeil, aber ja. Weil ich sehe ehrlich gesagt keine. Doch nicht. Da ist zwar ein Kupferlager. Ach, da unten ist sie. Ach, jetzt sehe ich sie. Komm her, du Schwein. Njau. Und gleich erstmal wieder Beschuss, ja. Wow. Wo ist sie denn? Da ist sie. Oh, na lieber wieder schneller. Ja. Dafür loote ich das Teil wenigstens. Wenn Nalli nicht da auch noch schneller ist. Nee. Oh, ich hab meinen Helm vergessen. Ah, nice. Ja, man sollte vielleicht mit Helm auf schon ins All fliegen. Da kommt, glaube ich, noch eine Drohne. Oh. Richtung Sonne. Oh. Ja, und natürlich das Jetpack nicht angemacht. Super. So, die habe ich mal eben abgeschossen. Hoffe ich doch. Irgendwie hat Nalli den schnelleren Finger wie ich. Furchtbar. Geht mir gerade ein bisschen auf den Keks. Wie wollen wir denn eigentlich? Heißt es so schön, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wie wär's denn, wenn wir hier jetzt. Achso, hier ist gerade so ein Feld. Na, obwohl, aber guck mal hier. Hier haben wir so eine Kraterwand ringsrum. Ich meine, hinten zu ist zwar ein bisschen offen, aber das macht ja nichts. Die hat schön viel Stuff. Aber das macht ja nichts, oder? Also fast ringsrum haben wir Krater, wenn es danach geht. Hoppala. Und wir haben auch gleich hier so ein Treibstofflager in der Nähe. Na, dann nehmen wir doch direkt den Platz hier. Für eine großes Schiff und so, weißt hier du? Hier können wir auch ein paar blaue Kristallen farmen. Das meinte ich ja mit Tankplatz für, weißt du wie? Weil dann würde ich sagen, machen wir doch gleich hier. Brauchen wir jetzt nicht lange suchen. Helle ist es auch gerade. Ja. So. Mal kurz. Oh, da kommt was. Da kam was. War eine Raketendrohne. Ja, die hat mich zweimal getroffen. Die dumme Sau. Bloß gut, dass wir Turrets mit haben, die wir noch nicht aufgestellt haben. Hä, wo hat sie mich denn getroffen? Hat das überhaupt keinen Schaden gemacht? Kann das sein? Wie dumm sind die beim Zielen, möglich. Bitte? Ach ne, doch, da ist Schaden. Keine Ahnung, was das war. Ach, bestimmt die Düse. Da kommt noch was. Wo denn? Lass mich doch auch mal. Ja, ich versuch dir da nur zu helfen. Ist ja heftig. Hat jetzt auf meinen. Die Sau. Also ihr seht, wir sind hier schon sehr willkommen auf dem Mond.
Und die freuen sich richtig, dass wir da sind. Jetzt haben die endlich mal ein bisschen was zu tun. Du hast den Base-Shotter im Schiff, wa? Ja. Dann kommen Sie mal ran, ja, junge Frau. Ich würde dann gerne mal anfangen. Ich kann ja nicht an dein Schiff, da müsste es ja mal auf die Fraktion umsetzen. Umstellen. Ich kann es ja auch einfach geben. Du kannst es mir auch geben. Ich darf auch nicht an dein Schiff. Ja, hallo, hier, weißt du was, pass auf, mach ich halt den ersten Schritt. So, ich hab das bloß vergessen. Zack. So, jetzt kannst du auch ran. Den ganzen Kram da reinschmeißen. Oh. Aber seht ihr euch an, Pink. Ja? Pink ist die neue Farbe auf dem Mond. Lass mich. Setz mal deinen Helm ab. Ja, nicht verrückt. Ach stimmt, hier war ja PvE. Ach, jetzt kann ich ja nicht mal sinnlos in den Kopf schießen. Ach, scheiße. Ich hab noch eine Bombe. Ja. Bom, 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 bom. Schön für die Bombe. Ja, könnte ich jetzt wenigstens mal den Base-Starter kriegen? Ups, bitteschön. Merci. So. Wo hättest du es denn gerne, Schatz? Hier bist du der Baumeister. Okay. Ich bin dann die Deko-Frau. Du bist dann die Deko-Mutti. Okay. Ich mach dann mal einen auf Tine Hitler. Tine war Hitler? Mhm. Ey. Was denn? Ich hab nicht Hitler, ich hab war Hitler gesagt. So. Wieso habe ich bis 15 Fenster einstecken? Hallo? Weiß ich nicht. Das ist ja mehr wie doof. Achso, du hast den ganzen. Du hast den Tank und den Generator, oder? Hab ich alles in der Tech. Gut. So, dadurch, dass es ja nur ein Outpost wird, machen wir jetzt nicht so viel Gewese hier. Würde ich mal sagen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Achso, ich könnte ja auch ziehen eigentlich. Geht schneller. So, zack, zack, zack. Nein, da lang. So, da müsste theoretisch vorne noch eine Reihe fehlen, oder? Ja. Ja, genau. Ach, weißt du was, komm. Hier. Drohne. Haben wir noch gar nicht benutzt, die Drohne. Da fehlt hier aber auch eine Reihe. Ja. Ich sehe das schon, Immer mit der Ruhe. Immer mit Ruhe. Stress mich nicht, Frau. Ich mach das. Ich stresse wie und wann und wo ich will. Nee, tust du nicht. Doch. Nein. Doch. Die Drohne kann man übrigens abschießen. Ach, echt? Ja. Und ich würde dir jetzt raten, das nicht zu tun. Ach, du hast sie mir auch schon abgeschossen. Ja, und? Der juckt doch schon wieder den Pfoten jetzt. Natürlich. Natürlich. Ach, ich wusste es. Ich wusste es. Wenn du schon nicht auf mich schießen kannst, dann wenigstens auf die Drohne. So. Pass auf, da würde ich. Drohne macht mehr Sprünge. Das reicht doch aber von der Größe. Ja, das reicht, genau. So. 1, 2. Mache ich bloß 3 hoch, wa? Also von daher. Der Constructor passt ja locker rein. Der braucht eigentlich sogar plus 2 normalerweise. Aber da. Zack. Du kannst soweit schon mal alles. Also du kannst soweit schon mal alles hinstellen. Energietank und Constructor und ja. Kannst du soweit schon mal alles hinpacken. Ja. Hab ich gedacht, die Drohne ist ein Angreifer. Oh Gott. So. Soll ich was auf den Kern setzen? Ach, weißt du, was wir vergessen haben? Nee, ja, kannst du jetzt einen Konstruktor draufstellen oder so, keine Ahnung. Wir haben Fahrstühle vergessen. Ja, die können wir doch bauen, oder nicht? Ja, aber... Ja, ich kann hier leider nichts bauen. Oh, warte. Ich stehe ja eigentlich theoretisch drauf, also müsste das sogar funktionieren. Ja. Home und Strom. Okay.
So. Wird aber ziemlich muckelig hier drinne. Ja, dafür gibt's ja mehrere Etagen. Das war ja eigentlich schon so bedacht. Mit Bedacht. Na toll. War der zufällig falsch? Ja, kannst du mal wegmachen bitte gleich. Weil das sollte so jetzt nicht passieren. So, der zweite Stock wird eins höher, dass es da nicht so beengt drin wird. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie das hier auf dem Mond mit der strukturellen Integrität ist. Das kann ich jetzt überhaupt nicht sagen. Ich könnte hier mal gucken. Ich mach mal Ende. Oh ja, hier sind schon ein paar dunkelgrün. Ja, ein paar sind dunkel, aber das macht nichts. Das kann man ganz cool ausgleichen. Jetzt ist bloß die Frage, wo wollen wir die Tür eigentlich reinmachen? Naja. Ist ja von der Sache her auch Schnuppe eigentlich, oder? Ja. Ja, mal eine Runde, ja. Von der Sache her ist es eigentlich. Hupe. Gehopst wie gesprungen. Gehupt wie genubt. Ja, ist wurscht. Gut, pass auf, ich würde sagen, machen wir hier einfach. Willst du hier eigentlich auch wieder mit Glastüren bauen? Oder? So ein bisschen. Ja, also nicht so exzessiv wie unten auf Akua. Oder auf Akua unten. Ich sag schon unten auf Akua, weißt du? Nee, also so exzessiv wie auf Akua nicht. Aber schon halt so ein bisschen. Nein! Ich habe wieder einen versaut. Welchen? Den hier? Nein, den draußen, der da außen dran hängt. Ja, genau den. So, das wird Eingangsbereich, bevor du fragst. Cool. Aber hier machen wir nur... Oh, kannst du mal den noch wegmachen? Guck mal, wer da hinten aufgeht. Senne, Clara. Nee. Mond? Ach, Akua. Ja, wir sind ja auf dem Mond. Ja, der Mond geht auf, weißt du, wir sind auf dem Mond. Haha. Mann, ey, ich sollte echt weniger Lümpel nehmen. Ja, wäre praktisch. Kannst du mal bitte den Klotz jetzt hier wegmachen? Das sind aber vier Klötze. Nein, oben. Den oben. Dankeschön. So. Da würde ich sagen, weil es über der Tür ist, machen wir hier noch einen hin. Ich weiß es gar nicht, habe ich die Tür überhaupt mitgenommen, ich Düssel? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch gerade nicht. Ich glaube, ich habe das nicht mitgenommen. Scheiße. Mach so wie Dreck. Das ist ja blöd. Das ist ja ganz doof. Ja, bloß gut, dass wir so viele Blöcke gemacht haben. So, jetzt mach ich die Drohne aber aus, die geht mir gerade voll auf den Keks. So. Was willst du dann eigentlich oben hinstellen? Generator, also Fressen, Dingsbums und Kühlschrank, ja, oben, oder was? Oben ist dann so wohnmäßig, ja. Unten machen wir mit der Fertigungshalle, würde ich sagen. Okay. Und oben ist dann mehr so Wohlfühl-Wohnbereich, weißt du? So hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, na dann weiß ich ja schon, wo ich die Knautsch hinstelle. Die Knautsch? Achso, ja. Ah, ich habe eine Knautsch gebastelt. Ja. Autsch. Ja, kannst du mal das Zeug ausladen aus den Kisten und mal eine Tür basteln? Ich habe die Tür ja unten vergessen, blöderweise. Ich sag schon wieder unten. Kann ich tun? Hui. Ich meine natürlich auf Akua habe ich die Tür vergessen. Da liegt sie nämlich noch im Constructor und da liegt sie verdammt gut. Also dass man sich hier drinnen nicht so beengt vorkommt, werde ich die Säulen jetzt mal so bauen hier. Dass man da noch so gefühlt ein bisschen Platz ringsrum hat. Oh, mach mal. Ich mach mal. Hat sich sogar schon angepasst. Yeah. Ach, Menno, ey, dieses scheiß Drehen immer, ja, das war furchtbar.
So. Ups. Gut, dann muss die aber nochmal weg. Bäh. Well. Well, machte, well. Ja. So, eine Tür will er haben. So. Ja, eine Tür, bitte. Was für eine ist eine gepanzerte? Ja, oder nimm hier mal lieber eine gepanzerte, ja. Okay. Ich vertraue den Mondbewohnern nicht. Die sind mir ja, so. Die haben uns doch schon herzlich begrüßt. Ja, na, und genau aus dem Grund würde ich sagen, wir nehmen eine gepanzerte Tür. Ich stehe nicht so auf ungefragten Besuch. So, nicht, dass du gegen eine Scheibe rennst, boah, die sind jetzt schon überall drin, hier unten. Ja, nur ein bisschen Strom wäre nicht verkehrt. Wieso? Na, ja, musst du mal den Tank und den Generator stellen. Schnubbi, du hast das gelungen. Ohne Strom, ja, du musst mir ja auch die Fächer dafür machen, du Knaller. Fächer? Fächer? Hä? Was willst du mit Fächer? Ach so! Ja, stimmt, hast natürlich recht. Aber. Entschuldigung. Das war ein T1 Generator, war das? Ich habe in der Tasche T1 Generator groß und Treibstofftank T2. Okay, für den Generator, das Ding ist da. Und Treibstoff. Ah, komm, hier. Treibstoff. Der Treibstoff ist da. Da drin. Ups. Kannst du noch nicht anmachen. Was ist das Treibstoff? Ja, weiß ich. Gut. Und ich darf diesmal anmachen. Das ist aber der große, den ich habe, ne? Das ist hier auch der da. Der passt da rein. Mussten mal drehen. Oh, echt jetzt? Ja. Siehste. Was denn? Nicht dein Ernst, oder? Den hättest du da voll versenken können. Ist jetzt egal. Arschen. Ist jetzt egal. Mach anders Ding. Ich denke, du willst anmachen. Achso. Ja, los. Strom. Wir brauchen Strom. Ja, welche Kraftstoffzelle willst du denn haben? Dann macht er die Hydrogen. Ist doch egal. Erstmal. Ist doch wurscht. Ja. Es lebt. So. Und mit diesem angeschalteten Generator und dieser halbfertigen, Viertel, nicht mal Viertel fertigen Base, ja, kommt noch ein Stock drauf und noch zwei Helipads, hätte ich jetzt bald gesagt. Zwei Landepads noch dazu und dann ist der Outpost auch schon fertig. Beziehungsweise wo ein Ort, wo man sich zurückziehen kann und aufladen und auftanken und ja, chillen, wenn man hier auf dem Mond was gemacht hat. Und in diesem Sinne sage ich mal danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, dann, und sie rennt schon wieder hin und her. Ja, Entschuldigung, dass ich was hole. Dann bis zum nächsten Mal und von meiner Seite aus, ciao, ciao. Von meiner Seite auch, wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf dem Mond wieder und bis dahin, ciao, ciao.